Platon beschreibt mit der Conditio humana die menschliche Grundverfassung. Danach würden sich Menschen von Anfang an in einer Situation befinden, in der sie unfrei und unwissend sind. Der Philosoph gibt dann unter anderem mit dem Höhlengleichnis eine Antwort darauf, wie man sich idealerweise aus dieser Lage befreien und schlussendlich als erkenntnisreicher Mensch leben kann. Diese Lebensmetapher wird mit dem Science-Fiction-Thriller Matrix verfilmt. Darin wird die Geschichte des Hackers Neo erzählt, der zu Beginn der Handlung als eine sehr passive Figur dargestellt wird. In seinem Höhlengleichnis stellt Platon die Menschen als ähnlich handlungsunfähig dar, da sie mit dem Blick zu einer Höhlenwand gefesselt auf Stühlen sitzen. Vor ihnen sehen die Menschen Schatten an der Wand, die sie für reale Objekte halten. Vergleichbar ist dies mit der Traumwelt der Matrix, da sie der Menschheit ebenfalls eine künstliche Realität vorspielt, wobei die Öffentlichkeit ähnlich ahnungslos ist. Nachdem der Protagonist Neo auf seinem Computer die direkte Aufforderung erhält, aufzuwachen und dem weißen Kaninchen zu folgen, trifft er in einer Disco auf Trinity, die ihn vor einer bevorstehenden Gefahr warnt. Kurz darauf wird er von Agenten verfolgt und lernt im Zuge dessen den Antagonisten der Geschichte, Agent Smith, kennen, der Neo verhört. Um nicht für seine zahlreichen Hightech-Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, bietet ihm Agent Smith einen Deal an. Analog beschreibt Platons Gleichnis die Situation, in der einer der gefesselten Menschen unfreiwillig mit Gewalt losgebunden wird und sich mit den Begebenheiten innerhalb der Höhle auseinandersetzen muss. Unsicher und ziellos bemerkt derjenige das Schattenspiel und bewegt sich in Richtung Höhlenausgang. Dieser bewusste Entschluss ist mit der Entscheidung zwischen der Einnahme einer roten und einer blauen Pille in Matrix vergleichbar. Der Anführer einer Rebellengruppe, Morpheus, stellt Neo vor die Wahl. Er kann entweder in der Traumwelt weiterleben oder die Wahrheit über die Matrix und die Maschinen erfahren, welche die gesamte Menschheit kontrollieren. Um schlussendlich den Höhlenausgang zu erreichen, muss der Mensch viele Mühen auf sich nehmen, die auch mit Schmerzen und Rückschlägen verbunden sind. Neo entscheidet sich dafür, die Matrix zu verlassen, woraufhin er die Realität kennenlernt. Alle Menschen sind in Brutkästen an Maschinen angeschlossen und halten ein computersimuliertes Leben fälschlicherweise für die Wirklichkeit. Darüber hinaus erfährt Neo von einer Prophezeiung, laut welcher er der Auserwählte zu sein scheint, um die Matrix zu vernichten. Nachdem er in zahlreichen Kampfkünsten ausgebildet wird, trifft er auf das Orakel, welches ihm sagt, dass er nicht der Auserwählte sei, Morpheus sich jedoch in diesem Glauben für ihn opfern würde. Kurz darauf wird dieser von den Agenten entführt, woraufhin sich Neo und Trinity in die Matrix begeben, um ihn zu befreien. Die Rettungsaktion gelingt ihnen. Neo wird von Agent Smith an der Flucht gehindert und im Laufe eines Kampfes erschossen. Währenddessen greifen Wächtermaschinen die Gruppe um Morpheus und Trinity in der realen Welt an. Sollte der Mensch den Höhlenausgang erreichen, so würde er von der Sonne geblendet werden. Laut des Gleichnisses dauert es eine Weile, bis der Mensch sich an die Intensität des Lichtes, also der Wirklichkeit, gewöhnt hat, um alles klar zu sehen. Neos tiefster Punkt ist erreicht, als Trinity, die sich bei seinem realen Körper außerhalb der Matrix befindet, bemerkt, dass er tot ist. Daraufhin küsst sie Neo und holt ihn ins Leben zurück. Es ist sozusagen eine Wiedergeburt, die mit dem Moment der absoluten Erkenntnis des Guten im Höhlengleichnis sinngemäß übereinstimmt. Neo erwacht in der künstlich projizierten Welt und bemerkt, dass er den Code der Matrix mit seinen bloßen Gedanken steuern kann. Mit diesen neuen Fähigkeiten besiegt er Agent Smith sowie die Wächtermaschinen. Am Ende der Handlung kündigt Neo an, die Menschen, die in der Traumwelt gefangen sind, befreien zu wollen. Übertragen auf das Gleichnis handelt es sich um die Rückkehr in die Höhle, um den anderen Menschen Erkenntnis zu bringen. Das Höhlengleichnis geht danach noch einen Schritt weiter und beschreibt das Bestreben des Menschen, der aus der Höhle ausgetreten ist und die Sonne gesehen hat, sein Wissen an andere weiterzugeben und diese zu animieren, mit ihm nach draußen zu gehen. Dies führt allerdings dazu, dass derjenige lediglich den Zorn der anderen Mitmenschen auf sich zieht, da diese zu sehr von den Schatten an der Wand geblendet werden. Sie bleiben für sich und leben ihr gewohntes Leben wie bisher, ohne das Vermögen, Dinge zu hinterfragen.
Somit relativiert Platon den Weg zur Erkenntnis, da er mit der Weigerung der restlichen Menschen aufzeigt, dass dieser Werdegang nicht für jeden geeignet ist und nicht jeder das intrinsische Bestreben nach Erkenntnis hegt. Tatsächlich ist es für ihn der ideale Weg für Philosophen, zur Erkenntnis des Guten zu gelangen, da diese den Staat bzw. die Polis anführen sollen. Als metaphorische Verfilmung des Höhlengleichnisses zeigt Matrix die äußere und innere Reise zum ultimativen Verständnis über die Realität. Dabei ist die Darstellung der gezeigten Umgebung, in welcher die Handlung stattfindet, ebenso zu beachten, da sie ein Spiegelbild unserer Welt skizziert. Im Hinblick auf die Gesellschaft, die politische Ordnung, die Ökologie und die vorherrschende philosophische Grundstimmung wird entschieden, ob es sich im Film um eine utopische oder dystopische Zukunftsversion der Menschheit handelt. Platons Idealvorstellung in Bezug zur Gesellschaft einer Polis bezeichnet er als den besten Zustand. Dieser wird unter anderem dadurch erreicht, dass jeder diejenigen Fähigkeiten in die Gemeinschaft mit einbringt, welche am besten beherrscht werden und somit nützlich für die Allgemeinheit sind. Auch die Erziehung der Kinder will er dem Staat überlassen, da somit sichergestellt werden kann, dass den Jüngsten die richtigen Werte vermittelt werden. Menschen sind natürlicherweise soziale Lebewesen, daher kann es für jeden als Individuum ein erstrebenswertes Ziel sein, etwas zur Gesellschaft beizutragen, um das Leben positiv zu beeinflussen. Das kann beispielsweise den Zusammenhalt oder auch die Entwicklung der Gemeinschaft fördern. Als Menschen werden wir schon von Kindesbein an mit dem Leben in einem sozialen Umfeld konfrontiert und stehen daher mit anderen in Verbindung. Sei es nun innerhalb der Familie, im Kindergarten, in der Schule, im Studium, während der Arbeit oder im Freundeskreis. Im Umgang mit anderen können wir wichtige Normen und Regeln lernen, die ein Leben lang hilfreich sind. Natürlich gibt es auch in diesem Bereich Ausnahmen, das heißt Individuen, die durch ihr Verhalten negativ auffallen oder im Extremfall anderen Menschen Schaden zufügen. Daher ist es für Aristoteles beispielsweise die Ausbildung eines tugendhaften Charakters für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft ein unumgängliches Ziel, um letztendlich ein gutes Leben führen zu können. Es scheint somit, dass eine utopisch angedachte Idealgesellschaft die Gleichsetzung aller mit bestimmten Regeln und Werten meint, wobei alle Einzelpersonen ihren Nutzen zum Allgemeinwohl des Systems beizutragen haben. Im Film Matrix wird dieses Konstrukt in einer sehr übertriebenen Art und Weise dargestellt. Dadurch, dass die Menschen bewusstlos in einer Traumwelt gefangen sind, wird ihnen in der Matrix lediglich eine Welt vorgespielt, in der sie glauben, frei zu sein. In Wirklichkeit wird jeder Einzelne von außen gesteuert, wobei alle grenzwertig am Leben erhalten werden, um als Energiequelle für die Maschinen zu dienen. Somit trägt auch jeder grundlegend seinen Nutzen zum Erhalt des Systems bei, was in diesem Fall aber eher einer dystopischen Porträtierung der Welt gleichkommt. Eine frühe Erziehung und eine Eingliederung in eine Gesellschaft kann hier nicht stattfinden, weil es keine wirkliche Gesellschaft gibt. Selbstbestimmung und freier Wille werden im Voraus durch das maschinelle Anschließen an die Matrix unterdrückt, um das Risiko von Ausbruch, Gegenwehr und Widerstand zu minimieren. Gesellschaft findet in der realen Welt nicht statt, dafür augenscheinlich innerhalb der Matrix. Die Menschen glauben lediglich, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Das soziale Leben steht unmittelbar mit der dystopischen Situation in Verbindung und kann daher als nicht existent aufgefasst werden. Aber kann ohne eine wirklich funktionierende Gesellschaft ein politisches System entstehen? Laut Platon sollen die Philosophenherrscher die Leitung einer Polis übernehmen. Den Grund dafür sieht er darin, dass nur sie das Gute kennen und mit Vernunft regieren würden. Dazu hält er eine Unterteilung der Gesellschaft in drei Klassen am sinnvollsten. Für Aristoteles stellt eine Verfassung eine grundlegende und ordnungsgebende Basis eines Staates dar. Allgemein wird durch eine Staatsform und eine dazu passende Verfassung eine Gesellschaftsstruktur geschaffen, die das Zusammenleben innerhalb der Gemeinschaft regelt. Diese fast schon unbegreifliche Situation beschreibt den denkbar schlechtesten Zustand, in der sich eine sozial orientierte Spezies befinden kann, und zeichnet ein sehr deutliches, dystopisches Gesamtbild für die Menschheit.
Umweltschutz ist ein sehr aktuelles und modernes Thema. Problematiken wie CO2-Ausstoß, allgemeine Umweltbelastung durch Müll oder Industrie, Fleischkonsum oder ähnliches werden in der fiktiven Welt von Matrix eher indirekt angesprochen. Während Morpheus Gefangenschaft erklärt ihm Agent Smith, warum es für die Erde besser sei, von Menschen befreit zu sein. Sinngemäß bedeutet es, dass der Mensch als Spezies nicht in die Natur eingeplant ist, da sie sonst im Einklang mit ihr leben und sie nicht ausbeuten würde, was Agent Smith in seinem Monolog mit dem Vergleich mit einem Virus verdeutlicht. So gesehen hätten die Maschinen einen ökologischen Sinn für die Menschen gefunden. Diese stellen keine Gefahr mehr für die Umwelt dar und schaffen einen Idealzustand für die Natur her. Fraglich ist, welche Bedeutung die maschinelle Bevölkerung im Endeffekt für das ökologische System der Erde hat. Denn wenn die Maschinen die natürliche Ordnung als ursprünglich menschliche Schöpfung irgendwann verdrängt, dann haben weder die menschliche Rasse noch die Natur eine Bedeutung. So befänden sich nicht nur die Menschen, sondern auch die Natur in einem dystopischen Zustand ohne die Möglichkeit auf Regeneration. Im Bereich der Philosophie gibt es viele generalisierende Antworten darauf, wie man das Leben leben soll. In Matrix steht der Protagonist Neo stellvertretend für den Zuschauer und für die Entscheidungen, die man im Leben treffen muss. Die zentralste von allen ist hierbei die Wahl zwischen der roten und der blauen Pille, wobei der Held sich dabei entscheidet, entweder dem Ruf des Abenteuers zu folgen oder seiner augenscheinlichen Bestimmung nicht nachzugehen und somit die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Diese Sequenz ist eine Metapher für das Leben an sich. Jeder Mensch lernt irgendwann neue und noch fremde Situationen kennen, in denen man sich entscheiden muss, aktiv zu handeln oder eben nicht, was Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Lebens hat. Bestenfalls garantieren die Erfahrungen, die aus den Entscheidungen resultieren, die Möglichkeit auf Entwicklung. Diese Option hätte man innerhalb einer utopischen Idealgesellschaft nicht. Sobald ein System perfekt und ohne Fehler funktioniert, kann es sich nicht mehr weiterentwickeln. Aus der Sicht der Maschinen haben sie diesen Idealzustand erreicht. Die Menschen sind dagegen gefangen und haben keine Chance, sich selbst zu retten. Dabei bewegen sich die Mitglieder der Gruppe um Morpheus und Neo zwischen den zwei Extremen, dem utopischen Idealzustand der Maschinen auf der einen und der katastrophalen dystopischen Verfassung der Menschen auf der anderen Seite. Neo repräsentiert dabei die Möglichkeit der Entwicklung, was den Menschen am Ende zugutekommt, was aufzeigt, dass eine dystopische Welt generell positiver als eine utopische Idealvorstellung ist, weil so immer noch die Wahrscheinlichkeit größer ist, die Dystopie durch fortschrittliche Ideen immer noch zu verbessern. Der dystopische Zustand einer fiktiven Welt kann als Gesellschaftskritik der heutigen Zeit angesehen werden. Da im Gegensatz zur Utopie eine dystopische Zukunftsversion eine reelle Basis aufweist, können fiktive Ideen aufzeigen, welche negativen Zustände zur Realität werden können. Die verarbeiteten Themen einer solchen negativen Utopie drehen sich oft um die Gesellschaft und die Menschen, die in ihr leben. Fragen nach dem Aufbau einer sozialen Ordnung, Individualität, Freiheit oder inwiefern Menschlichkeit in einer postapokalyptischen Welt überhaupt noch eine Rolle spielt oder möglich ist, werden behandelt und durchgedacht. In Matrix sind es vor allem das politische System und die Technologie, die untrennbar miteinander verknüpft sind und die maßgeblich an der Gestaltung der erzählten Welt beteiligt sind. Die technische Entwicklung ist hierbei der Kernpunkt. Die Maschinen haben sich selbst derart unverhältnismäßig optimiert, sodass eine notwendige Grenze überschritten worden ist, die den Menschen die Kontrolle über ihre eigene Schöpfung zugesichert hatte. Am Ende standen sie vor einer unbekannten Situation, ohne das Vermögen, die Gefahr, die von den Maschinen ausging, ausreichend einschätzen zu können. Die Handlung und die dargestellte Welt in Matrix hebt sich jedoch von anderen dystopisch beschriebenen Geschichten ab, da die höchste und alles bestimmende Instanz nicht aus Mitgliedern einer obersten Gesellschaftsschicht besteht, sondern alle Menschen gleichermaßen durch eine künstlich erzeugte Traumwelt getäuscht werden.
Die darin erschaffene Dystopie, die augenscheinlich gelebt wird, ist nur die Maske für eine Realität, die das Leben an sich für die Menschen selbst auf das bloße Existieren reduziert, um als Energiequelle für die Maschinen zu dienen. Somit sind sie in doppelter Art und Weise von einem selbstbestimmten Leben getrennt. Aber bietet die Polis von Platon bessere Lebensaussichten? Wenn eine Stadt von Bürgern bewohnt wird, die alles zum Wohle der Gemeinschaft tun und sich immer an alle Gesetzmäßigkeiten halten? Wenn niemand ein unverhältnismäßiges Bestreben nach höheren Ämtern hegt und jeder Einzelne sich ausschließlich innerhalb seiner Grenzen bewegt? Und wenn die Herrschaft von perfekt ausgebildeten Philosophen ausgeübt wird, die das Gute gesucht, gefunden und verstanden haben und einzig danach handeln? Solch ein System hat große Ähnlichkeit mit einer künstlichen Maschinerie. Daher ist Platons gedankliches utopisches Staatsgebilde genauso furchterregend wie die Übernahme der Maschinen im Film Matrix. Hallo, das war es auch schon mit dem Video. Das waren wieder mal nur so ein paar Gedanken, die ich mir mal zu dem Film gemacht hatte und mit etwas mehr Geschichte und Philosophie und bla und blub und ne, so. Und ja, ich hoffe, es hat dem einen oder anderen vielleicht gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Neo erwacht in der künstlich projizierten Welt und bemerkt, dass er den Code der Matrix mit seinen bloßen Gedanken steuern kann. Mit diesen neuen Fähigkeiten besiegt er Agent Smith sowie die Wächtermenschen.